schon da sein. Nein. Thank you.
Nehmt sich um!
Eva, da ist der einer kein großer Hilfe in der Menage. Du, das setzt bei mir da hinten nicht hin. Ja, was willst du denn machen? Er ist ja auch der ganze Tag gut. Meistens sind alle Hackers frei, nehmen wir den ersten Abend Büsse auf der Erde und am Abend um Viertel über sechs nehmen wir dann auch wieder heimkommen. Ja, mit dem Wahlwelt ist auch allerdings viel lichter. Ich schließe den Pierre. Wenn er frisch ist, fährt er um 6:45 fort und steht bei mir in der Küche wieder um 2:15. Jo, da hast du ja noch etwas vom Tag. Du, sei schon. Aber da davor musst du erst einmal eine Barbe haben. Eine Barbe steht schon eine Ewigkeit bei uns in der Garage. Er wird sogar alle Samstag kritisch gewischt. Aber was ist der Barbe, wenn ich ein Viererschein mehr hast? Ach jo, das ist ja wahr. Dina hat mir ja letztes Jahr den Nummer gekriegt. Ein Glas geht noch, zwei Gläser wäre schon letzt und am 10. Glas legt alles im Eimer. Mach Sorge, ist ja gedacht, was? Jahrelang haben wir keine Rücken von Wölben profitieren. Bis seine Sonntag, als wir vom Bumpisball in Hirschland haben gefahren sind. Ja. Ich darf gar nicht dran denken, wenn ich jetzt noch Schwäße noch sie hin. Ja, was ist denn passiert, Martin? Alina, na, natürlich stelle ich Arbeit mal wieder zu tief ins Klasse wegen der Leute. Und stelle ich vor, Motje der Schussel. Am paar Füße kehrt auf der Tät und ist ja schnurstracks in die Wunden inne. Ja, und wer ist denn selber Moment durchgefahren? Der Papi! Polizei! Schon dann hätte ich ihn gelockt, eine Bolle in die Klasse. München, die Glöde. Er hat sich ja geschickt, wie kurz zum Heuropen. Ja, und noch, Martin. Einer hat es mir zum Doktor geführt, der Blutzehe. Überlege ich. 2,4 Gramm Alkohol im Blut. Ich habe ja weg, ich treffe den Schlaf. Ja, und natürlich hat er den Führerschein genommen gekriegt für 1,5 Jahre. 1,5 Jahre? Also, nein, die verstehen eigentlich keinen Spaß. Gut, dann krieg ich ein Sternzeit von rum. Dann können wir endlich wieder losfahren. Ja, aber bevor er wieder auf die Straße geht, muss er den Führerschein wieder machen. Was? Er muss wieder alles von vorne anfangen. Ich kann nicht dran denken. Ja, das ist ja Kinderspiel für ihn. Das ist ja ein Keller. In der Schule ist er ja immer am Fenster gesessen. Seine Papa hat Lämpchen gemacht und seine Mama hat ja gelehrt gehäscht. Oh, wär ich froh, wenn meine Alberte vorher schon älter mal machen. Als Premier Adjoint von Hirschland. Und wenn er schon den Holz will so stellen, wäre es ja kein Luxus. Ach, jeder Simpel hat nicht so das Führerschein. Und wenn er jetzt so pensioniert ist, hat er kein Üstritt. Was macht er mit einer frischen Rücktritt? Ja, ist es im Pestel auf der Marie, hockt er den Leben lang da zwischen den vier Wänden und weiß Gott nicht, was ihm ein ohne zu legen. Er geht mir manchmal ganz nett auf die Nerven. Ja, er kennt ja Menschen, behilflich im Männerstin. Ja, okay, selbst schon, aber redet man nicht momentan, ist der Kitz mit ihm. Er lauft mir ständig in den Fies rum und meckert in einen Lohn. Moment Gott, er hat es morgens früh schon im Herrgott seiner Essig gesoffen. Ja. Da ist doch schon mehr Erbe in Fische, Kochen, Fehler, Flicke, das Geschirr auf Rickler. Da wärst du gesehen, mit dem es Lohre geht vergehen. Okay, wenn ich es ihm jetzt paar Sachen sage, er soll mir das Geschirr abdrucken. Weißt du was? Dann brüchst du gar nicht mehr willig in aufrühmen. Weißt du warum? Wegen der Heulzeit fährt er vom Bord da rum. Dann brüchst du gar nicht zum Fell und in die Kuppel schließen. Alles macht mir jetzt nicht schlechter, wie er ist. Weißt du,
2000 Teller kaputt machen und weihen nicht zu dir, bis Otto ins Papis Blonze. Ich kann mit einer anderen Scheiße mit dem Hund kommen. Oh, aber mit dem Auto könnte mir zumindest etwas Müsswaren ins Spiel oder spazieren gehen. Frische Luft schnappen und auf andere Gedanken kommen. Und nicht alles daran in der finsteren Stube sitzen bleiben, wie ich mir all die Müll werfen darf. Und wie lebt denn die Ferien? Ich? Wir fahren demnächst noch in den Süden, auf Saint-Tropez. Le soleil du midi macht uns ja so gut. Oh, so gut. Wir werden wahrscheinlich den nächsten Monat fortfahren in Ferien mit der Tochter und mit dem Tochtermann. Und die Sache ist wohl noch nicht ganz diskret. Enfin, ich wollte jetzt in der Ferien kein Kind auf den Nachfuger. Ah, nur hallo. Ja, was will man, wenn man so unbedingt Brüste ein bisschen in Nüsse zu kommen? Ja. Was trieb denn so überhaupt in der Chambre? Er ist Inspekteur du Permis de Conduire. Oh. Hey, aber gut, ich stelle sich so viel Liebe drum, bei den famösen Führerschein zu machen. Oh. Ja, schon. Aber mit den Herren ist nicht gut Kirsche essen. Ah, no, hallo. Sie posen ja gar nicht aufs Fahre auf. Nein, nein, sie lösen mehr aufs kurze kurze Schippel von der anderen und auf dem kurzen Dekolleté, ah jo, und den Jo, und dann schreiben sie sofort, und wenn du den Stock lieber vorhast. So, so, so. Moment. Aha, geht du mit wieder Kaffee gehen? Oder, hä? Bonjour, Albert. Du weißt doch, dass wir alle drei am Mittag ein bisschen zusammen sitzen und einen Kaffee trinken. Darf ich dir auch diesen Kaffee uns schenken? Warum? Gehöre ich jetzt auch zu dem Wiener Volk? Im Fall, dass es jetzt nicht mehr kommt, habe ich ja keinen Ruck, aber ein paar Hosen an. Und ich bin noch ehrlich in der Kommunalsch. Na Albert, was bist du denn schon wieder am Richten? Ich weiß dann schon nicht mehr, dass der Ronny und das Rostling wieder oben kommen, sie nachfressen. Auf das Haus habe ich vergessen. Nee. Viertel, lieber Bier. Hallo, Fenz. Frau Zürcher, geh ich mir noch wieder mal hoch. Na, Albert, du kommst schon mit Zeit anzurichten. Hoffentlich gibt es jetzt anständiges Essen. Ich weiß, dass die Jungen noch um Essen noch auf der Rassingbühne gehen. Aber ich finde sie doch ein bisschen zu früh, Albert. Was zu früh, was zu früh. Es ist nicht zu früh. Wer bis ich den Mensch gedeckt kann, grüßen den Backen, die Ohren gedeckt kann, wo man nicht zumindest drauf gelegt kann, dann steht der Tochter mal wieder hinter mir und zahlt an der Rostling. Die Blätter geht nicht da genug voran sein. Ich habe nicht, ich glaube, bis wir wieder in den Matto gehen. Ich sag doch, dass er immer so Ballaber macht, der Schlöme. Weil nicht so schnell und sabier wird. Mach doch mal zusammen wie der Ilsch. Wenn ich heiß gelebt, Tochter Mann, kommst du sowieso nicht gut in Renz. Was man da nicht alles erfährt. Es ist ja so blöder Unrecht. Nicht allein, wenn ich vom rechten Nier stehe. Da hat uns die Tochter sich jetzt aus der Fugel gelauert. Nichts vorne und nichts hinten. Oder ein großer Knopf. Und hinten. Da kannst du dich freien mit dem so einer Schlüre da. Ich gut verstehe, c'est le grand amour. Ich behalte sie eine geile Gruppe. Also Albert, ein so boshaftes habe ich schon lange nicht erlebt. Hier muss man ja nicht richtig aus dem Weg gehen. Naja, wenn du niemand mehr kannst schieben, wärst du uns abholen und nichts werden. Ne, nicht.
erste hätte ich gern, dass wir über den Tisch stehen, doch. Um so über ans Fenster zu stehen. Und zu bedienen. Was? Bist du dort über ans Fenster? Oh je, da kommt ja einem der Kaffee an. Der Doktor Mann kann sich nicht hat sich gewitzt. Doch, genau. In vom Fenster, genau. Da, lieber. Das ist genau dieses Fenster. Genau dieses Fenster. Was? Das ist doch das. Aha. Da zwei schauen die Männer durch. Niemand. Noch drei Millimeter. Nein! Ah, muss man nicht sein, Mama. Voilà, so. Genau. So, genau, muss er wieder. In unserem Fenster muss er sein. Denn unsere Barbecue darf sie nämlich nicht so genau vorne am Fenster. Wir warten so lange, dass wir grüßen, unsere Terrasse noch nicht fertig haben und noch können wir uns nicht die Füße ins Freie. So machen wir einfach das Essen, das Fenster hin und das Essen hin. So. Genau, so muss es stehen. Ja. Die Freunde. Ich würde mal wissen, ob unsere Tochter Mann wie kommt nächsten Samstag von die Terrasshälfte zu betonieren. Ich will drüber wetten, er hat wieder für die Ausrede, er bringt uns. Aber Albert, Aliton, so stehen wir doch nicht ohne wie so viele Keime. Der Rolle ist gar nicht so übel, dass du das nicht verstehst. Ich bin zurück. Albert, verstehst du, Rolle? Der Rolle hat gerade sogar eine ganz große Verantwortung. Schließlich ist er Inspekteur du Permis de Conduire. Albert, verstehst du? Das ist doch der Bucke. Er teilt. Alle rosa, rote Zettel ist in alle, gell? Los im Leben schreien, Bobbe, jetzt! Oh, nur mit Schaden mit der Karte, gell? Ich lasse mir doch von dem Großen nicht auf den Fels retten. Nicht von dem, wo schon gar nicht von André, verstanden? So, ihr Dame. Vielmals merci, dass wir drum sind. Ich will euch aber nicht zu länger aufhalten. Eben merci, da wird man ja gleich ein Nuss gepackt. Ja, Alter, ich bin der Meinung, du wärst momentan so ein ganz boshaftiger Monskerl, gell? Aber gib mich ja kein Wunder. Es kommt davon. Von was? Hast du mal ihr zwei Stufen Hockere, gell? Wir wohnen ja richtig in der Mond daheim. Kommen wir mal ihr zwei ein bisschen aus der finsteren Wohnung raus. Wollen wir noch alle zwei Splien kreien? Hebt die auf mit den Sprechstuben, können wir dich um die eine Angelegenheit, ne? Ich sag ja, mich und nicht, was sie zu tun haben. Was will man? Es kommen ja nicht alle Liebenüs in die Welt. Und eine Schnecke drüber, wo kein Wehrerschein hat, schon erst recht nicht. Du nimmst dich rein ab, die dumme Fenster! Vorsicht! Vorsicht! Du denkst, du bist zu weit, ja? Du lenkst! Du lenkst! Du hast ja nicht den Sinn, die Zunge um! Ach, das ist aber was? Und du hörst dir Achtung! Okay! Also, Fußball von Kolk muss da und noch auf dem Fenster stehen! Ja, aber was? Kannst du rein, wie du willst. Oder fahre, kannst du trotzdem vergessen, was rührig genug ist. Wenn der Großschnüffler da an der nächsten Wahl an der großen Glocke kommt, geht es mit aller Wehen getragen. Willst du denn nicht die Tüchsage kümmern, gell? Nämlich nur mit Dottle und Simple vom Käferchen. Ich darf jetzt die Tüchsage kümmern. Moment!
nicht irgendwie. Ich sterbe! Ja! Ich sterbe! Diese Nacht ist noch teilen, ihr Quadratwurzel! Quadratwurzel, verdammt, lieben! Schnell ein Kaffee in, dass wir wieder auf bessere Gedanken kommen. Nein, alles. Aber ich würde lieber schnell gehen ums Rumlöb, bis der Michel schon hinkommt. Und der Michel wird mal so elend gewesen. Sag ich wohl nicht. Ich bin schon hin. Ich habe ja kaum einen Kaffee getrunken mit Namen gemacht. Nein. Nichts, die nur zur nächsten Freitag mit mir. Ruhig. Ja. Sag ich, merci, ich habe Kaffee. Merci. Ich bin doch jetzt nicht. Quadratwurzel von allen Ibelen. Ich gehe lieber, bevor dass ich mich müde verbrenne. Moment, ich bin noch im No-Spiel und kein dummes Sau-Spiel. Das ist gut. Mach ihn doch zu. Herz wird kalt. Ich gehe lieber. So, Alice. Allein, und die bis zum Kaffee, wie du fährst, kriegst Pitel. Nein, das ist doch ein Biebervolk. Ein Biebervolk, das ist doch ein Schnarrhund, bis er weg. Das ist hier nicht weg. Nur Simple und Dimble und kein Liebeschick. Ach, sie findest du Perli. Nee. Die hochgetragene Gans, die dir in den Stand und das Rittwerksgang im Kuffer schon. Alter, jetzt würdest du doch nicht sagen, wenn du jetzt so kritisch machst, wenn ich ekelhafte Benehmen, dann lass ich mich schäden. Hast du mich gut verstanden? Ja, ich lasse mich schäden. Ey, das ist schon zum Gutlaufen, wie du dich aufwirst. Und ich werde gerade so ans mit dem Zigina zu tun. Hey, hör jetzt endlich auf mit dem ewigen Geliester. Ich meine, sieh dir das mal keiner Sinn. Ich dich ganz bestimmt schon 50. Mal. Und ich schäde mich für Sachen. Was meinst du mit dem Wort, halt, Mensch? Das hätte ich schon von mir gekostet. Ehrlich, wenn es in Mittag, habe ich mir unser Leben noch ein bisschen anders vorgestellt. Oh, noch so viele Jahre. Ich habe eigentlich Zeit davon auch. Es ist doch aber ein paar Alben. In unserer Ehe haben wir nur mit der ganzen Zeit gemurkst. Tag und Nacht haben wir uns geblöd, wie der Dämmel am wie der Dämmel im Bändchen ab. Und das vor Glätzel und Bädel. Oh, und was haben wir uns gegönnt in den 40 Jahren Alben, hä? Sag mir mal was. Ich sah das. 3 Tage in Luft. Mit der Kirchenkuh. Und 8 Tage in Rimini. Mit den Kindern. Oh. Alle Achtung, Albert. Das in 40 Jahren. Mensch, bist du jetzt ein junger Haken? Es ist doch ein Notenbuckelbauer, Albert. Mensch, du nicht. Ich hätte ein bisschen mehr verdient. Wir hätten doch schon jede Fortfahre in Ferien. Und wenn es nur auf dem Karbin gewesen wäre. Oh, auf dem Karbin? Ich wäre Albert mit Rente wie zusammengetrunken. Ja, was ist da? Und dann bin ich, muss ich erst einmal den Brief von Gott, um unter zu sagen. Ja, voilà. Ganz genau, Albert. Da liegt der Haas im Pfeffer. Muss von allem den Fahrerschein holen. Und den hast du eben nicht. Drum sind wir jetzt schon 40 Jahre da in Gespräch, in der Wind so stumm wie 20 alte Schlafsäckjacke. Der, ich mach dir jetzt den Vorschlag.
Sie sind bereit. Nicht noch. Von Min und Elter. Und das ganze Merk. Der Permi zu machen. Aber das sind nicht meine Konditionen. Was hast denn du Konditionen, Albert? Hat Geld haben doch zu lupfen, nicht zu bezahlen, oder nicht? Da komm ich ins Gehen selber. Aber es ist nicht geschlossen, sag ich dir. Ist geschlossen, dass ich meine Stunde Grüße auf den Kopf gehe, dass mich alle nicht können abschätzen und auf mich lachen. Ist geschlossen. Ja. Schließlich, Signorita, kommt die Absolvent zum Weg. Und das ist schon 10 und 10 Jahre. Ja, Albert, wie willst du denn noch lieber vor? Ach, sagen wir mal. Ich war ganz ruhig, Herr Karl. So vergrab. Oder ich halte, wo Stunde geht, ein dummes Sinn. Komm und fahre. Ja, Albert, gibt's denn das, Von 99 Euro da auf deinen Tisch, Mensch. Und du kennst du alles. Jetzt geh ich halt mal frei auf das Buggenum und such noch Otto Ekoll, wo mit Mini-Konditionen in Verstand ist. Ja, Albert, fällt mir jetzt ein Stein vom Herz. Da werde ich mich morgen frei gleich in Ernststrumpe kümmern. Endlich sich in eine Wabe zu setzen. Und furchtbar, ganz wie ein Furtenüst, bis das... Decken, wenn sie mich... Na ja, da fahr ich mit zu Fuß, bitte. Aber da machst du halt alle 10 Kilometer den Platz und dann setzt Gottes Namen nicht in Kann. Und jetzt Schluss mit deinem Gedräns. Jetzt will ich noch schnell in die Küche, gehen die Salate anrichten, bevor dass die Jungen ankommen. Ja, und ich bin noch schnell, damit ich es kenne, denn dann mach ich mal und stecke. Jetzt muss alles optimal ablaufen. Ich muss unbedingt verhindern, mit meinem Tochtermann auf dem Kriegsfuß zu stehen. Denn muss ich verwehen. Ja, schließlich ist er ja auch Inspektor von der Fingers. Ob ich will oder nicht, den muss ich mir in den Sack stecken. Alle Liebe, alle Liebe. Noch fahren sie da drin herum, 2-3 Stunden mit einem Karten da,
kaufe Hüfe-Dienste für meine Küche. Und wenn sie willst kommen, kannst du heute zahlen dafür, ne? Du musst doch schon wieder hinter dem roten Hemd sein, ne? Na, weißt du was? Wenn der Hemd kommt, dann musst du dich noch an den Herd stellen und man sagt zu kochen. Mir läuft der Schwester googeln, wenn ich nur mal dran denke. Ja. Wir machen es gerade einfacher, gell? Wir zwei. Hallo. Uns eins installiert sich. Genau. Komm, helf mir mal die Tischler. Hallo, dann kann ich noch mehr die bestellen, ne? Und wenn wir installiert sind, dann lassen wir uns servieren in aller Ruhe. Weißt du was? Die Älteren, die sollen gerade froh sein, wenn der Junge regelmäßig wieder nur die dumme Blödsinn geht, gell? Bonjour, Mama. Bonjour, Kind. Aua, aua, was hast du denn da? Ein paar Amtsbusch und noch ein bisschen Flaschwien. Wo ist der Schwede, Mama? Wie geht's denn? Was ist denn da hinten los? Wer du etwas Dunkles gibt, die Kind, der Papa hat ich etwas ganz Wichtiges mitgebracht. Ah ja. Ja. Er hat nämlich eine Entschädigung genommen für unser ganzes Leben. Ein ganzes Leben? Ja, ich steck's auf. Ich kann ja wieder jetzt alles halten. Ja, und Hüß? Was geht's denn da mit Hüß? Wird das ein wenig verkauft oder ist nicht ein wenig schon verkauft? Wenn doch im Internet das Pitchen der Geld geht, ne? So wären wir doch hoffentlich. Ey, die Tochter, nicht vergessen. Ja, was ist denn das für Redensort, hä? Also, nee, der hat nicht die Aussicht, hä? Du hast deine blöden Witze besitzt. Wo ist doch, Schiri? Wir sind doch kein dumme Witze. Ein Bärler! Jedes Kind hat doch seine Ohren, der hält so gut. Das ist irgendwo allein schon das, was wir machen für die Eltern. Ein Bärler! Die Tochter sind wir schon in der Biene. Blöde Witze gehen, moralisch nicht gewissen, hä? Was mir nicht aufgefallen wurde, stimmt sogar, hab ich recht. Geht zu der Abitis? Prima, so. Alle zum Tag, hä? Ja. Und dann zu Zukunft, hä? Und dann zu Zukunft. Wo ist er? Mag ich jetzt mit Nötigkeiten. Wie viel haben Sie denn verkauft? Was nicht. Geld bitte mit Zitronenblock. Ach so, bist du? Paps, hast du uns da tatsächlich etwas zu sagen? Komm, ob. Komm näher. Was gibt's da jetzt? Komm näher. Ich habe hier fest entschlossen. Ja. Ganz im Ernst. Der Herr wie zu machen. Ja, 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 ja. Und Süß, was ist denn mit dem Süß? Was ist denn mit dem Süß? Ja, ein Wort, dass wir das Süß wieder verkaufen, müssen wir uns anstrengen, was Herr, die machen wir dieses Kehr. Hanfe! Das kann doch nicht warten! Ich bin sein Kriegs mit der Wetter! Jedes Mal, wo ich deine Fachführung sehe, und dann muss man das später ins Bierwerk in den Büchern. Jetzt hat Hüte unsere Fachführung gefolgt ins Wasser. Ah, Nalo, der Ronny und ich haben uns das so drauf gefreut. Ja, Mädchen, so wie es drüßen ist, müssen wir nicht erst in den Pond wieder sprachen. Eben, voilà, wir haben es. Da zieh schon mal wieder wie uns eine Üstgrund, gell? Ja. Mir ist ein guter Mensch, nicht? Mir ist gutherzig und regelmäßig mit deinen Lüten blöd, wie es dir geht. So moralisch, die Geschnitze und alles. Und was ist der Dank davor? Kannst du mir ein Stück Pan essen? So, du wärst gerade so mit der Stimmung rausgerissen. Wir sind so gut aufgeregt, wenn ich da, nicht? Aus dem ältesten Grund.
Freie wie die Ältere, nicht ordentlich eingerichtet sind, noch nicht einmal die Terrasse haben. Aber das ist ein Sport unter zwei, ja. Ja, nicht das Gewinnen. Uns tut's eh leid. Aber wenn wir größer anständig die Terrasse hätten, mit einem Dächel drüber oder mit einem Stuhl, wo wir Kinder drüber ziehen, dann könnten wir das ganze Jahr bei jedem Wind und Wetter Barbecue machen. Und auf was warten wir da im Grab? Das habe ich nicht gerade gesagt. Wo kein Wille und kein Tief ist und kein Internehmungsreich ist. Ich bin auch gesagt, wir werden nur den Meister tiefen. Und meine Vater hat einen Ruf. Was nicht ist, kann er weg. Ich fand mich nicht den Schluss. Am Samstag wird die Terrasse betoniert. Und am Mittag wird der Pirsch in Augen kommen. Ist das nichts? Ja, alles gut und recht. Und wer denkt an uns? Wir sind wieder gezwungen, uns zu laufen, diese Dockle. Ruhig, ich wollte schon wieder. Ist das vernünftig, in Ihrem Eltern noch so große Projekte wieder durchführen? Da geht noch nicht der Kampf hin, mein lieber Mann. Ja, warum, Mensch, denn das dir davon redet? Und das rosa-rote Zettel da zu erobern, das ist ja eigentlich nur mit den Ideen. Und was unsere Terrasse betonieren anbelangt, sind sie der Meinung, ein bisschen Spurt, den wir nicht schauen. Ich meine, wenn man so wie du das ganze Jahr immer da überhaupt und dann wird man ja spurtig wie ein Sack von ganz rein. Ja, so doch nicht doch. Und es schafft nichts, du bist total neu im Kopf. Du, Hermann, am Samstag ist der Malachster gekommen, mit 4 Kubikmeter Federn, dass wir endlich die Terrasse betonieren. Kannst du mir helfen? So, und jetzt am Samstag? Tut mir leid, aber du am Samstag helfen. Warum? Auf der Tour? Ja. Unser Nachbar hat uns gleich eingeladen, ein großes Projekt. Wir gehen mit an den Golf. Ja. Machst du mich nicht Golf? Natürlich, ist das jetzt kaputt? Ach, wir können sich aber schicken. Jedem Tier sind es eigentlich hier schön. Früher hat man das Quark gespielt. Fische gegangen oder hat der Quark gepflanzt. Jetzt geht man halt Golf. Denkst du nicht an? So, jetzt bist du da instabieren. Ich habe immer genug Armgewicht. Ah ja, wenn wir schon in Paris sind, will ich mir jetzt gesehen.
dem Zellmähen da, ist mir da? Nee, nicht, dass ich weiß. Aber ich habe einfach gemerkt, ob der Erbe da so üs riecht, dass der Schwingemutter gestört ist. Ich habe schon am Ende. Natürlich und nicht auf jeden Fall fröhlich.
relaxieren. Das ist sehr wichtig, ich relaxiere, also ich wieder zu frischen Kräften komme. Ja, ja. Du Ronny liegt ständig in Stress. Weil ja alle Kandidaten wieder ihre Fähre schimpfen. Und dann muss er vorgeschriebenen Prozess sonst inhalten und ist gezwungen, mehr die Ehre in die Grenze zu setzen. Was da als Vortrag auf mich zukommt, am Abend kommt als Hemd. Mit, dass also meine Ärmel hinschlägt, am Abend. Mit, die Brot und Rieschen und Rieschen. Na, da bedient die Hände. Ich will euch ja mit den Problemen nicht hier operieren. Aber Gnaden, was tun wir? Das ist so kühl. Die bringt mich immer wieder richtig auf den Daumen ins Haus, hey! Ja, ja. Ich helfe, komm, ne? Na, was? Unser Renz. Das war 10 Jahre. Gut, also, Ohren kann auch da auf mich stehen. Und Blas liegen. Da um zu kommen. Ne? Das ist ja hirnverrückt, was ich da erzähle. Gibt es das? Wo so viele Möglichkeiten sind, um einem zu gut kommen. Uns Arbeiter. Also, ich glaube, wir werden da alle Arbeiter ausgenutzt. Ausgenutzt bis uns hingestellt. Nur müssen wir doch alle hören, wie wir am besten tun. Ist gut, ne? Na, Gott sei Dank. Wenn Sie unbedingt im Sportjahr in Zürich gehen, bei einem Wahn, ja, das halt noch ein bisschen. Ja, und Herr Hartmann, wie steht's denn da an der Allerheim? So wie ich weiß, leben wir die Hände noch. Hier schubst du gehen. Nein, das kommt nicht in Frage. Da führen wir zwei unsere Nuste Krieg. Was? Wie war das? Habt ihr das schon vergessen? Von der Allerheim hier. Sind wir zwei und 2 Jahre glücklich mehr. Ja. Und da will ich mir unbedingt und die Leute Hochzeit feiern, gell? Ach, ihr Lieblings. Albe, hat es die Semmels bei uns essen geht? Ihr Leute glaubt, hat mit deiner Hochzeit. Wenn du da üsst, flüchtig nicht wahr, und du läufst direkt links. Oder rechts. Aber Jean-Lepin liegt doch 2 Kilometer von Anti. Ja, Mäde, ist das weit vom Elses? Aber das liegt doch am Meer und der Kot da sind. Mein Onkel, der hatte unser Appartement. Und er hat uns ein Appartement angetragen. In so einer Position haben wir doch selbstverständlich nicht gerne viel Geld, oder? Wir wären nicht blöd gewesen. Ja, da wären wir nicht dumm. Post und Logie, rein. Nein, so, na. So, dann kommt halt nur noch die Nacht. Und wie steht's mit die Nacht? Wie, was? Glaube ich ja noch, hat's nicht gegangen. Sind wir dran? Ich habe wohl nichts. Und was gibt es für Mont Blanc? Alterle! Im Bock des Schwachs. Es geht aber auch, bis das dann mal noch drauf kommt. Nein, da geht's nicht. Unmöglich, ja? Unmöglich. Total unmöglich, ja? Sabus? Ja, man sagt es. So süß oder so süß? Nein, so süß. Komm, wir trinken noch einmal. Ja, aber. Da kann ich jetzt nur sagen. An der Ostern gibt es Euro 7, ne? Noch mehr? Komm, Soße. Jetzt sind die Mann hier schnell. Sie fragt sich nämlich auf die Bibel, da geht doch der Mädchen.
du mir jetzt raus? So was jetzt. Wollte gut. Alle Ostern, will ich mir nicht immer der Kapazität zu arbeiten rein. Also nee, ich weiß nicht mehr, wo der Kopf steht. Ich verliere noch wieder ganz Verstand. Ich hab mal nicht geschrieben lassen. In Deep Elder? Der hat, ich glaub, der hat eine Flocke. Ich will euch jetzt das Ding explizieren. Ich finde es jetzt ganz vernünftig, in Deep Elder mich von der Ehre zu trennen. Ja? Denn, bis man in Frankreich so etwas erreicht hat, da läuft manchmal viel Wasser dabei. Manchmal noch Wasser dabei, Luft noch mit dem Bürokrat, noch der Kaffsack und der Kotorett und der ganze Zeit. Das Bein muss man so etwas in der Zeit entfernen. Wenn der will, in meine Dose da bestellen, auf dem Büro da rumtanzt, kann ich mich doch nicht sinnlos eine Terrasse betonieren, oder? Ich mit der Griff in der Hand und Stühle von Beton. Was hat das denn noch nicht sagen? Hat jetzt das ganze Durchfühl verriesen, ne? Und was wissen wir noch? Wo wird der Zapper gut, ne? Da könnte ich mit dem Mini-Türmat irgendwo anstecken, ne? Und ja, da könnte ich den Schaffer bis 60 in die ganze Auto dort und da, ne? Und weiß ich noch länger, hat nicht so, der Zeit Telefon, ich will noch länger schaffen bis 60. Oh je, voilà. Das wird mich noch Schatz niemals erleben. Das wäre ja so eng. Oh je. Jetzt, ich hab wieder. Ah, ich hab nicht richtig Druck in den Ohren. Und bin schon in meinem Schimmel. Ja, der Verfreude ist was vom Grund. Sicher wenig schwächig. Und so bin ich der Evolite. Das habe ich schon gemerkt. Und ich vertraue es schaffen einfach nicht mehr. Das habe ich auch gemerkt. Ich auch noch vor Reto, da hätte man zum Beispiel lustig. In den ganzen Jahren habe ich dort einen Sandrum entwickelt, vom rosa-roten Zentrum da, wissen wir da? Wo alle die Pelle gewinnen, da? Natürlich, Stress, Krampf. Bücheweh, Kopfweh, und was hat er gesagt? Das Zittere im Zähnchen, das Zucker im großen Zähne. Das ist doch ein Mittel, wo ich gar nicht kenne. Ach, die geht aber noch. Und was macht der Zucker nicht? Ich habe eine Soße. Der Doktor weiß gar nicht, was es ist. Also innerlicher Kampf, du. Wenn man die ganzen Organe durcheinander rittelt und schüttelt und rittelt, ne? Und ich hab die Meile, als ich bald nichts mehr essen konnte. Und zudem, kann ich noch in den letzten Jahren Allergie auf Benzin, Geschmack und auf Gummiblöcken. Ja, ja. Jedes Mal muss ich dann nicht in der Otto Ekel war, aber guck, der zu Ehe, ein wahnsinniger Tortür, ein richtiges Skandal. Alle die aufs Essen haben. Jetzt bin ich mal verzögert. Hey, Thierry, apropos, unsere Söhne von Rieder. Jetzt hat er die Sau, wir reichen auf die Meinung. Ja, dann im Matsch geht der Buch um, da wird kumpfig. Na ja, da wird es nicht zu sehen. Ach gut. Ja, Ben, bitte steht ein paar Reste in den Keller. Wir haben doch so viel übrig. Zumindest zwei, drei Würstchen. Und drüben habe ich noch ein Pudding gericht vorhin. Zwei, drei Würstchen? Ich glaube, die Mutter wird so langsam hungrig. No, das ist das, dass die Würstchen gut sind. Von euch mit dem Kohl ist die Wolle. Ich will ja noch mehr.
Ja, Hartmann hat die kein Papier, Luft gehabt. Nein,
nicht, was ich wie man kann, und das hast du Karten da zu stellen. Asyrosch, Kachengrüß, Fischkarten, Kachenbital, Karten von den und Karten sogar von Kurschau, die schon alle gelegt, alle mitgegangen, das ist vom Löwen Ahnung. Bloß Essen von mir gehabt. Na ja, was musst du denn noch von der ein Tschüss, sind wir die Träger, ein Verpermin, was ist denn da? Warum? Hast du keinen Brief mehr? Ich habe ja noch nie Gänge gehabt. Das ist das Problem, wenn das nur die Bolle zu Ohren kriegen und dann gibt es eine Kräsche Kopf und der hält wie uns. Otto, ich wollte ab Domizil, da hinten. Noch sieht uns kein Mensch.